Der Lamberger. Der Lamberger. Der ehemalige Dr. Lamberger. Diesen Doktor haben sie auch. Den haben sie abgespült. Okay. Haben sie weggespült im Scheißhaus. Ja, der Doktor. Aber er war da ein hohes Viech. Er war ein hohes Viech im Landratsamt. Weißt du? Der hat. Naja, wie soll man sagen, das weiß ich nicht. Der war an der Stelle da mit den Führerscheine oder Begünstigung, ich weiß nicht, was das war, auf alle Fälle hat der da gemeint. Geht. Okay. So ein Gangster, hä? Gangster. Ja, jedenfalls, irgendwie ist das rausgekommen und der hat alles, du musst dir vorstellen, der hat sich ja das Geld, mit dem Geld, was er sich da sozusagen erworben hat, hat er sich in Marbella, hat er sich ein Haus, also eine Villa, mit Swimmingpool, alles verloren. Alles verloren, der hat alles. Ja, ja. Das ist nichts mehr da. Jetzt ist er, naja, jetzt muss er schauen. Dann hat nichts mehr. Du musst dir vorstellen, der kriegt keine Pension mehr, der kriegt nichts mehr. Der steht auf der Kant. Der ist, ja, schwierig. Er hat vier Hunde, vier Boxer. Vier Boxer muss der Mensch ernähren können immer, die gibt er ins Tierheim. Und wenn er jetzt dann selber keine Wohnung mehr zahlen kann, dann kann er froh sein, wenn er im Tierheim selber auch noch einen Platz kriegt. Der Lamberger.